Die Nasdaq rennt und der Dow pennt. Die Märkte stehen aus meiner Sicht an der Schwelle zur Korrektur oder eben zur Superrallye. Es werden verschiedene Themen an der Wall Street und in den Märkten gespielt. Das eine ist Zinssenkungsfantasie und das andere ist Zinserhöhungsfantasie. Wo wir uns jetzt mittendrin befinden, das werden wir jetzt besprechen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan Arlt, begrüße Sie ganz herzlich nochmal aus Lima. Die aktuelle Woche oder die vergangenen Tage vielmehr waren für mich jetzt nicht so wirklich ereignisreich, deshalb habe ich gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Jetzt könnten Sie vielleicht sagen, Mensch, der Arlt, der fasst schon wieder mal sowas wie ein normales Leben. Irgendwie schon, irgendwie aber auch nicht. Denn tatsächlich, ja, ich versuche natürlich immer so ein bisschen Rhythmus reinzubringen, wieder zumindest, wenn ich mal ein bisschen länger vor Ort bin, ein bisschen länger ist bei mir dann mittlerweile schon so in der 2-3-Wochen-Grenze zu sehen. Und freue mich natürlich auch, wenn so ein paar Freunde vorbeischauen, die ich natürlich dann auf anderen oder auf meinen Reisen immer wieder auch treffe, die auch so nicht den gleichen Plan halt so haben vom Reisen wie ich. Aber irgendwie ist man ja doch zur gleichen Saison im gleichen Erdteil und ja, irgendwann kreuzt sich dann halt die Wege. Das ist immer ein Highlight, offen gesagt. Das hat schon fast etwas Normales auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir uns dann eben einfach wirklich nur alle paar Monate und das eben auch nur 1, 2, 3 Mal und dann passt es dann auch schon wieder. Also normal irgendwie schon, aber irgendwie doch auch nicht. Ja, und normal passt auch gut zu den Märkten. Da werden wir gleich mal drauf schauen, vorher aber erstmal in die Zahlen gehen. Und im Endeffekt, in den letzten Tagen war nicht so wahnsinnig viel los. Wir reden über die Arbeitslosenquote oder Anträge Arbeitslosenhilfe in den USA. Wir reden über die Einkommensmanager-Indizes. Das Einzige, was wirklich negativ auffällt, sind die Verkäufe neuer Häuser dann am Donnerstag in den USA, die mehr als enttäuschen unter den Erwartungen unterhalb des Vormonats. Und das ist natürlich so eine Sache, wo man sich auch mal überlegen kann, ja, wie stark ist denn jetzt eigentlich, und das ist immer die gleiche Frage, wie stark ist die Wirtschaft in den USA aufgestellt? Da kann man natürlich wieder sagen, hey, wenn alles schwächelt, dann brauchen wir doch wieder mal günstigere Zinsen, Fed, wie sieht's aus? Können wir da was machen? Auf der anderen Seite wird eben auch wieder die Inflationskarte gespielt, wo man sich dann halt fragen kann, wenn die Inflation doch nicht so schnell runtergeht, wie man sich das wünscht, vielleicht muss man sogar nochmal die Zinsen erhöhen. Und das ist ja genau die Diskussion, das ist auch der Spagat, den der Markt momentan einfach macht. Ja, und das sehen wir dann halt auch in den Charts, in den Indizes. Und genau das müssen wir dann auch gleich nochmal tiefer erörtern. Dann Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland wurde veröffentlicht. 0,2 wurde erwartet, 0,2 ist es geworden. Also alles in den Erwartungen. Ob man davon jetzt so richtig begeistert sein soll, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Am Ende ist doch immer noch die rote Laterne hier am Laufen. Aber immerhin, Ergebniskosmetik, man ist zumindest mal wieder im positiven Bereich, wenn auch nur marginal. Schauen wir mal in die nächste Woche rein. Was erwartet uns da am Montag? Feiertag in den USA, Memorial Day. Ja, da kann man das Ganze was ruhiger angehen, vielleicht sich selbst auch mal so ein bisschen mehr Zeit gönnen oder tiefer in die Analyse einsteigen. Für den DAX gibt es den IFO Geschäftsklimaindex zu bewundern. Hier wird von 90,3 auf 90,3 erwartet, von 89,4. Schauen wir mal, was auch hier die Befragten dazu sagen, wie der IFO Geschäftsklimaindex dann ausfällt. Ich gehe mal davon aus, dass er sich in den Erwartungen vielleicht leicht oberhalb bewegt, wie das eben momentan eben auch dann so offensichtlich die Stimmung ist. Und ich gebe es immer wieder auch zu bedenken, auch aus Gesprächen, die ich da auch so mit Kollegen auch so führe. Man ist ja immer geneigt, den DAX so negativ zu sehen und ich bin ja auch nicht frei davon, weil man sagt, naja, die Stimmung ist irgendwie so schlecht und auch die Wirtschaft in Deutschland ist nicht wirklich so berauschend. Das ist, mag wahr sein, das mag auch für den Mittelstand gelten, aber die Konzerne machen ihr Geschäft natürlich nicht innerhalb von Deutschland, zumindest nicht ausschließlich. Und die letzte Meldung, die mir so durch den Kopf jetzt geht, das war irgendwie das BASF, jetzt halt entsprechend Produktionsanlagen verkaufen will, um das Ganze eben auch ins Ausland zu verlagern. Aber die Zentrale bleibt ja dennoch erstmal in Deutschland. Das ist ein Punkt. Und natürlich werden dann auch die Gewinne dahin verbucht. Und damit ist natürlich ein deutsches Unternehmen im DAX, das entsprechende Gewinne macht, nach einer
ja, Verlagerung der Produktion, Abbau von Arbeitsplätzen und was damit alles eben zusammenhängt. Also das darf man natürlich nie aus dem Auge verlieren. Und dann darf man sich natürlich damit die Antwort auch geben, warum das eine, was wir sehen und fühlen und denken, mit der anderen Realität nicht ganz so zusammenpasst. Warum dann der Aktienmarkt dennoch steigt oder zumindest die Aktien der einzelnen Unternehmen oder der Index. Also das muss man sich jetzt auch immer wieder mal vor Augen führen. Am Ende erzähle ich mir das natürlich dann auch immer selbst, weil ich es ja auch selbst kaum glauben kann. Aber es ist eben genau das, worauf wir uns halt auch dann einstellen müssen. Dann am Mittwoch, dann kommen wir in die Inflationsrate, Verbraucherpreisindex aus Deutschland. 2,2% haben wir aktuell. Es ist noch keine Prognose jetzt veröffentlicht. Muss man mal schauen, wo wir landen. Ich gehe mal davon aus, dass wir aber auch bei 2,2, 2,3, 2,1 irgendwo so in dem Bereich landen. Und da muss man mal sehen, was die Märkte dann daraus machen. Am Donnerstag dann aus den USA die Zahlen, das Bruttoinlandsprodukt. Hier wird mit einer deutlichen, schauen Sie mal, von 3,4 kommen wir runter auf 1,6%. Hier wird mit einer deutlichen Senkung, heißt also Schrumpfung, gerechnet. Es ist immer noch deutlich besser als das, was wir aus Deutschland gerade gesehen haben. Aber Sie sehen es, ja auch in den USA wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird offensichtlich. Und damit natürlich wieder verbunden die Frage, muss die Fed jetzt die Zinsen senken oder doch nicht oder wie oder was? Diese Frage werden wir uns natürlich selbst nicht geben können, aber der Markt wird versuchen, da etwas rein zu interpretieren und seiner Hoffnung oder eben Enttäuschung entsprechend Ausdruck geben. Dann am Freitag Verbraucherpreisindex in den in der Eurozone, also die Inflationsrate 2,5%, also eine leichte Steigerung von 2,4 wird erwartet. Schauen wir mal auch hier, wie sich das Ganze bewegt. Im Grundsatz, genauso wie bei Deutschland, ist es letzten Endes so, dass sobald es da eklatante Abweichungen nach oben und nach unten gibt, sollte das natürlich auch Bewegung in den Markt bringen, ansonsten wahrscheinlich eher nicht, weil alles ja eben momentan auch eingepreist ist. Dann haben wir noch die Kernraten für den Preisindex, darf man auch mal entsprechend schauen für den PCE, dass man da auch mal so guckt, was da letztendlich die Zahlen hergeben, ob es eine Steigerung gibt oder nicht. Auch hier bitte immer darauf achten, was passiert im Markt und was macht der Markt damit entsprechend da draus. Ja, damit gesagt, können wir auch direkt in die Charts reingehen. Und schon sind wir im FDAX, wir sind wie immer im Wochenchart und wir sehen hier momentan auch die Zerrissenheit der Märkte, wunderbar abgebildet im DAX. Es ging in der vergangenen Woche, ich mache mal die raus vom letzten Mal, die Prognose, die Idee. Es ging in der vergangenen Woche, also in den letzten Tagen, hin und her. Wir sehen einen Kreisel, den zweiten. Und wir sehen diesen Kreisel, der hatte sein Tief fast in den 50% der vorangegangenen Kerze. Ein bisschen drüber, ne? Das können wir hier schon so ein bisschen sehen. Ich mach's mal größer. Ja, was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir hier nach wie vor einen starken DAX haben. Ja, er kommt nicht wirklich vom Fleck. Nachdem das Allzeithoch markiert wurde, das neue in der vorvergangenen Woche, sind wir hier wieder ein bisschen zurückgekommen, aber eben nicht wirklich namhaft. Und Sie sehen ja auch hier, dadurch, dass hier die Käufe wieder reinkamen, dass hier noch lange nicht das letzte Wort gesprochen ist. Ich wäre jetzt trotzdem relativ vorsichtig und verhalten, was Neupositionierung angeht. Wer positioniert ist, kann durchaus darüber nachdenken, entsprechend sein Stop vielleicht ein bisschen aggressiver hinzusetzen oder auch mal Teilgewinne mitzunehmen, ja, je nachdem, was eben dann die Positionierung so hermacht, oder eben dann zumindest mal den Stop dann unter das Tief dieser großen Kerze zu legen. Das wäre so eine Möglichkeit, um eben wirklich so dem Markt auch ein bisschen Raum zu geben, auch hier den Ausbruch nochmal so ein bisschen auszutarieren, aber im Großen und Ganzen dann eben halt einfach, wenn es nochmal dreht und wenn es eben wirklich dann runtergeht, wovon ich grundsätzlich eher ausgehe, dass es jetzt nochmal massiv nach oben läuft, dann ist man hier entsprechend unterhalb des Tiefs der Vorwoche, also unterhalb von 18.163, kann man sich entsprechend absichern und hat dann doch einen Großteil der Bewegung mitgenommen, je nachdem, wo man eingestiegen ist, logischerweise. Und kann dann eben zuschauen und gucken, was die Marktteilnehmer dann weiterhin machen. Alternativ, und es ist natürlich eine Frage dann der Dynamik, heißt also, wenn eben nicht nur mehr die AI-Karte gespielt wird, sondern tatsächlich eben auch der Dow wieder so kommt und Industrie oder klassische Werte dann halt wieder ein Thema sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht dann auch, wenn die Kerze von der letzten Woche überschritten wird, also wir über 18.890, sage ich mal, rüberlaufen, dass wir dann mit einem dynamischen Move nach oben nochmal kommen könnten. Und da fällt natürlich gleich auf,
dass wir über die 19.000 gehen, dann reden wir 19.250, 19.300. Ich habe ja irgendwann mal auch gesagt, ja, auch die 20.000 können kommen. Das ist auch möglich, aber da muss schon wirklich sowas so wie so eine Art Kaufpanik kommen, wenn nicht sogar ein Blow-off. Sollte es wirklich in den Bereich reingehen, dynamisch, dann wäre ich mehr als vorsichtig, mehr als verhalten, weil das kann wirklich dann dazu führen, dass die Marktteilnehmer sagen, okay, das haben wir jetzt auch gesehen, bin sehr done set und die Karten vom Tisch nehmen. Also da braucht man sich dann nicht einer Illusion hinzugeben, das ist das, was für mich am realistischsten erscheint. Viel realistischer aber ist der Ausbruch nach oben, dieser riesige Move, da halte ich momentan eher einfach, dass es nochmal nach unten geht und wir zumindest mal den Bereich um 18.150, 60 sehen. Das ist der Bereich, der das Tief der vorangegangenen Kerze markiert. Und im Zweifelsfall geht es dann nochmal mit einem kleinen Dip nach oben, also eine kleine Bewegung, um dann nochmal weiter zu fallen. Grundsätzlich sehe ich den DAX im Laufe der nächsten Wochen bzw. auch Monate eher schwächer. 17.650, 17.500 vielleicht in dem Dreh kann ich mir das ganz gut vorstellen, damit auch hier so ein bisschen die heiße Luft abgebaut wird. Und wir sehen eben hier, dass der Markt auch an so einem Doppeltop arbeitet. Noch ist es nicht so weit, aber das ist ein Szenario, das ich für durchaus realistisch halte. Um das Ganze auch mal ein bisschen aufzubrechen, gehen wir mal in den Tageschart. Hier sehen wir eben einfach auch, wie dieser Fehlausbruch, momentan zumindest Fehlausbruch, erstmal verarbeitet wird. Ja, es gab dann am 10. Mai, am Freitag, den Ausbruch nach oben, der wurde dann zeitlich korrigiert, dann nochmal so ein Schwung, dann am 16. Mai und seitdem geht es eben unter. Momentan sitzen wir halt am gleichen Durchschnitt 20, bilden eine grüne Kerze jetzt hier am Freitag, um dann weiter nach oben zu laufen. Ja, also eigentlich, wenn man sich das hier vom Tageschart betrachtet, haben wir jetzt die Situation Impuls, Korrektur mit der Idee der Impulsfortsetzung. Das wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist halt bloß, wie weit das Ganze dann läuft. Also da bin ich, wie gesagt, momentan sehr, 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 sehr verhalten, was so eine Euphorie angeht. Und Sie sehen, dass das passt schon zusammen auch zur Wochenidee, aber eben mit einem Kursziel, wo ich jetzt durchaus sagen würde, ja, 19.200, 250, mach mal. Aber für mehr, das kann ich momentan ja noch nicht ableiten, aber ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen. So ist es ja nicht und dementsprechend, glaube ich, kann man dem Ganzen halt auch hier so ein bisschen folgen. Wer eben entsprechend da wirklich aktiv werden will, ist eher in den kürzeren Zeitrahmen beraten und muss mit der Woche etwas vorsichtiger sein. Gehen wir in die Schweiz, was macht der SMI? Nach dem gewaltigen Ausbruch, auch in der Vorwoche nochmal ein deutlicher Schub nach oben, bis genau an die 12.000 und noch ein bisschen drüber, 12.065 Punkte, gab es in den vergangenen Tagen nur eine verhaltene Reaktion. Und im Endeffekt sind wir hier auch im Rahmen dessen, was ich auch schon eingezeichnet habe, gehe jetzt auch davon aus, dass wir auch hier noch ein bisschen Korrekturpotenzial haben. Es hängt aber auch jetzt wirklich von der Gesamtdynamik ab. Wie gesagt, wir sitzen genau zwischen den Stühlen. Und das gilt natürlich für alle Indizes, logischerweise. Wir sitzen genau zwischen den Stühlen zwischen Zinssenkungsfantasie und Zinserhöhungsfantasie. Es ist tatsächlich Unentschlossenheit. Und das ist das, was wir so sehen. Und hier ist alles möglich. Sobald die Marktteilnehmer jetzt irgendwie hören, naja, irgendwie Zinserhöhungsfantasie können wir dann doch wieder streichen, die Wirtschaft schwächelt, die Inflation ist irgendwie im Griff, dann kann ich mir vorstellen, dass wir hier eben diese rote Kerze als Einperiodenkorrektur sehen und dann der ganze Markt nach oben schnellt. Anders kann man es gar nicht sagen. Nach oben geht und nach oben schießt, dann reden wir über die 12.500 Punkte. Sollte das nicht kommen und es gibt gewisse Zweifel, die eben momentan eben einfach da sind und die werden nicht schnellstens aus der Welt geräumt, dann sehe ich auch für den SMI eher erstmal eine Abwärtsbewegung, eine Korrektur bis zu dem Bereich von 11.650, 11.700 Punkte sehen es, 11.770. Das wäre nochmal so eine Möglichkeit, hier entsprechend günstig einzukaufen und dann eben darauf zu setzen, dass sich der Markt im Anschluss wieder erholt und eben zu neuen Höhen strebt. Im Grundsatz sind wir ja noch relativ weit entfernt im SMI vom Allzeithoch. Ja, Sie sehen es, da sind wir bei knapp 13.000 und wir haben jetzt eben knapp 12.000 Punkte.
hier erreicht. Also da ist noch ein bisschen Raum und schauen wir mal, ob der SMI das Ganze dann eben auch schafft. Mein Favorit ist nach wie vor momentan erstmal, dass es eine Korrektur gibt. Aber wie gesagt, wenn der Markt von alleine gelassen wird und die Zinssenkungsfantasie wieder überhand nimmt, dann ist die Abwärtsthematik vom Tisch. Momentan sehen wir es ja, wartet der Markt erstmal ab. Kurzer Blick in den Nikkei. Der Nikkei ist eigentlich wie am Schnürchen gezogen, sehr verhalten und geht mehr jetzt aus meiner Sicht in die Richtung abwärts. Ich nehme hier die Zeichnung weg, auch jetzt nehmen wir es mal raus. Und das hat auch damit was zu tun, dass wir hier eigentlich eine gute Chance hätten in den letzten Wochen, ja, also eigentlich seit Mitte April, nach oben zu laufen. Machen wir aber nicht. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, warum eigentlich? Ja, warum machen wir das nicht? Wir sehen, ja, dass man hier sich innerhalb dieser großen Abwärtskerze von der Woche vom 15. April bewegt. Und seitdem, Woche für Woche, schiebt sich der Markt ein bisschen hoch. Aber es ist so, als ob man hier irgendwie seine erste Kletterstunde nimmt und immer wieder nach unten rutscht. Also hier ist nicht wirklich viel zu holen. Und aus meiner Sicht, es mag vielleicht nochmal hier hochgehen. Vielleicht mag auch nochmal dieses Hoch getestet werden von dieser massiven Kerze, also auch der Öffnungskurs dann bei rund, was haben wir da, na, rund 39.000 Punkten, so in dem Bereich. Aber ich sehe den Nikkei hier nochmal nach unten laufen und zumindest mal den Bereich von rund 37.000 Punkten zu testen, vielleicht sogar auch nochmal den Rutsch nach unten durchzuziehen, dann wären wir bei 35.750 Punkten. Also auch hier gilt, wenn wir nach Asien schauen, eher verhaltene Begeisterung. Natürlich, eine Korrektur ist immer mal ganz sinnvoll, ist immer auch ganz wichtig, um auch zu testen, inwieweit die Marktteilnehmer, die Käufer in dem Fall, auch immer noch bereit sind, sich günstig halt einzudecken, ja, so ein paar Sachen zu kaufen und dementsprechend ihre Watchlist auch zu bearbeiten. Aber das ist eben dann genau der Punkt, das ist genau die Frage der entsprechenden, des Umgangs mit den entsprechenden Unterstützungen und Widerständen. Damit gehen wir in den S&P 500. Was macht der S&P 500? Der S&P 500 zeigt uns, dass er unentschlossen ist und zwar direkt am Hoch. Und das sieht natürlich gefährlich nach einem Doppeltop aus. Muss ich ganz, ganz deutlich sagen. Ja, hier dieser kleine Doji, den wir haben. Es ist schon nicht mal mehr ein Kreis, es ist ein Doji. Also deutliches Zeichen von Unentschlossenheit. Schöner Fehlausbruch hier über das Allzeithoch. Dann kommt der Markt zurück. Und jetzt steht es tatsächlich auf Messerschneide. Steht auf Messerschneide, ob der Markt jetzt hier in den nächsten Tagen, also in der kommenden Woche, eine rote Kerze bildet. Dann haben wir nämlich, Sie wissen es, so etwas wie einen Evening Star mit Fehlausbruch garniert, was den Markt im Anschluss eher nach unten bewegen dürfte. Und zwar in den Bereich von, fangen wir hier oben an, rund 5.000 bis 4.900, 950 Punkten. So in dem Dreh kann sich das Ganze dann abspielen und Sie sehen es mit eigenen Augen, dann haben wir einen Doppeltop, dann haben wir eine M-Formation, die offiziell bestätigt wurde und aus dieser Grube muss sich der S&P dann auch erstmal rausbefreien. Zugutehalten muss man natürlich dem S&P 500 und das werden wir uns dann im Anschluss natürlich auch anschauen, dass die Nasdaq ja da drin steckt, die den ganzen Markt natürlich nach oben zieht, aber eben auch der Dow Jones da drin steckt, der den Markt aktuell nach unten zieht. Jetzt hat die Nasdaq ein größeres Gewicht, Glück gehabt, S&P 500, aber natürlich hängen die Industriewerte aktuell wie Blei an den Füßen. Das ist das, also das S&P 500. Und das ist das, ja, die Gemengelage hier jetzt im S&P 500. Und auch da gilt natürlich die Aussage, wie eben auch schon gesagt, wenn man zwischen den Stühlen sitzt, irgendwann wird sich das Ganze entscheiden, irgendwann wird sich auch die Situation aufklären und auflösen. Und dann wird der Markt entsprechend reagieren. Denn es ist weder das eine jetzt eingepreist, also Zinssenkung, noch sind Zinserhöhungen eingepreist. Und damit ist es eigentlich relativ greifbar, dass sobald hier irgendwie die Musik aufhört zu spielen, irgendeiner den Stuhl nicht mehr findet. Und das bedeutet im Endeffekt, dass entweder die Käufer jeden Preis zahlen, hauptsächlich sind dabei, oder sie akzeptieren jeden Preis, hauptsächlich sind raus. Das wird sich dann zeigen. Ich bin eher der Meinung, dass wir hier nochmal die Bewegung nach unten sehen, mit den Zielen dann bei rund knapp 5.000. Aber irgendwas bei 5.000 Punkten mit so einem kleinen Rutscher nach unten noch. Und dort darf man sich die ganze Sache mal näher betrachten, weil das sicherlich dann eine entscheidende Zone sein wird. Gehen wir mal kurz in den Tageschart dazu. Und hier sehen wir im Endeffekt,
wie schwer sich der Markt tut. Das hier ist der Grund für den Doji. Wir sind mehrere Tage eigentlich, ja, seit der letzten Woche schon, super, super, super eng seitwärts gelaufen. Dann der Rutsch am Donnerstag nach unten, jetzt am Freitag die Korrektur nach oben. Außer Späß nichts gewesen, könnte man sagen. Ja, der Markt schließt mehr oder weniger unentschieden, mehr oder weniger auch am gleichen Niveau. Ja, und so sieht die ganze Sache dann aus. Was können wir jetzt aus dem Tageschart ableiten? Natürlich ist jetzt die Idee, dass man sagen kann, oh Mensch, wir haben doch hier sowas wie ein Piercing Pattern. Naja, nicht wirklich, wir haben nämlich keine saubere Abwärtsbewegung. Ja, dann passt das natürlich auch nicht. Nichtsdestotrotz kann natürlich jetzt der Markt hier anschließen, die rote Kerze vom Donnerstag rausnehmen und weiter nach oben laufen. Ich bin aber auch hier sehr, sehr, sehr skeptisch, inwieweit die Dynamik hier anhält. Von daher kann ich mir schon vorstellen, natürlich kann es nochmal ein, zwei, drei Tage hochgehen, aber das dürfte sich aus meiner Sicht auch erstmal nur als Strohfeuer erweisen, weil der Markt eben einfach angeschlagen ist, unsicher ist, die Preise eben wirklich sehr hoch sind und Hand aufs Herz, Nvidia alleine kann es eben nun auch nicht reißen. Beim besten Willen, ja, da spielen dann auch noch ein paar andere Faktoren mit rein und die werden dann dementsprechend halt auch irgendwann mal das Ganze zum Kippen bringen. Apropos zum Kippen bringen, apropos Nvidia. Natürlich war Nvidia die Überraschung, vielleicht offensichtlich Überraschung, ja, bei aller Begeisterung vorher war auch hier diese Vervielfachung des Umsatzes oder der Gewinne oder des Geschäfts nicht eingepreist und es wurde natürlich gleich genutzt, um nochmal mehr zu bezahlen. Nvidia steht bei knapp 1000 Dollar, hat auch einen Split angekündigt, klar, ja, dann verbilligt man ja die Position psychologisch und das dürfte natürlich auch der Nvidia-Aktie nochmal mehr Auftrieb geben. Auf der anderen Seite, ja, ich habe es jetzt nicht selber nachgerechnet, aber wenn Sie dann mal so Stimmen lesen, dann heißt es dann, naja, brauchen wir auch schon ein paar Jahrzehnte, um halt auf diese Bewertung auch irgendwann mal tatsächlich mit Zahlen zu füllen. Also so einfach ist es dann eben auch wieder nicht. Nichtsdestotrotz, Sie sehen es, die Nasdaq ist hier deutlich nach oben gelaufen. Nur ein bisschen Korrektur, die wir hier sehen. Und damit ist auch der Ausbruch geglückt auf Wochenschlussbasis. Und damit ist tatsächlich die Nasdaq am ehesten in der Lage, noch ein bisschen weiter hochzulaufen. Und auch hier stellt sich die Frage, wie weit kann eigentlich AI und Fantasie dafür und all das, inwieweit kann das jetzt den Markt noch weiter nach oben treiben? Ich stelle mal hier, und da lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, ich stelle mal hier die 20.000 in den Raum, auch wenn ich persönlich selbst nicht glaube, dass es noch jetzt reicht, aber mit so einem Schub, mit Momentum, mit nochmal der Hoffnung, dass es doch irgendwie mit den Zinsen noch klappt, kann es schon noch sein, dass der Markt sich dahin hangelt, aber ich gehe davon aus, dass das Ganze nicht wirklich nachhaltig ist, sondern dass man dann einfach irgendwann auch wieder das Weite sucht und dann endlich mal Luft abgelassen wird. Ich meine, wir hatten es ja schon mal, ja, dass im April einfach schon so eine schöne Korrektur reinkam, die auch erstmal gereicht hat und das Gleiche darf dann natürlich nochmal passieren. Ich gehe davon aus, dass das dann eben nochmal ein bisschen heftiger wird. Und zu guter Letzt, was die Indizes angeht, gehen wir halt in das Stiefkind der Märkte, der Dow Jones sozusagen, der jetzt hier einfach, nicht sozusagen, also der Dow Jones, der jetzt sich sehr schwach zeigt und damit endlich mal einer der Indizes ist, der sich auch an meine Voraussage hält, in dem Falle danke Dow Jones. Und wir sehen ein Doppeltop in Reinkultur. Ja. Kein Fehlausbruch, dazu hat es noch nicht mal mehr gereicht. Wir sehen ein Bearish Engulfing nach einer sauberen Aufwärtsbewegung und das Ganze zieht jetzt den Markt nach unten. Und das nächste Ziel, was relativ einfach greifbar ist, sind rund 38.000 Punkte. Da mag es auch mal einen Dip geben nach oben, aber ich kann mir vorstellen, dass wir 37.500 Punkte sehen und uns dann im Zweifelfall erstmal noch ein bisschen seitwärts, abwärts bewegen. 36.800, 850, 900 und da muss man an der Stelle mal schauen. Hier jetzt wieder nach oben zu laufen, würde riesige, riesige Kräfte benötigen oder massive Kräfte, die, wo ich mir jetzt einfach frage, wo die einfach herkommen sollen, denn der Dow Jones ist nicht AI, der Dow Jones ist nicht Nvidia, der Dow Jones ist nicht Chipindustrie und damit ist einfach klar, was anderes wird momentan wenig gespielt und deshalb sehe ich hier beim Dow Jones am ehesten die Chance oder auch die Möglichkeit, dass es nach unten geht, auch wirklich
relativ dramatisch nach unten geht. Das dürfte den DAX mitziehen, ja, der nun das gleiche Problem hat wie auch letzten Endes der Dow Jones. Und das dürfte dann im Anschluss auch den S&P 500 nach unten drücken, wenn auch nicht ganz so dramatisch. Die Nasdaq wird aus meiner Sicht erstmal weiterhin ein gewisses Eigenleben führen, aber trotzdem ein gewisses, ja, einen gewissen Momentumabfall einfach haben. Einfach aus dem Grund, weil natürlich dann, wenn die anderen Märkte nicht so laufen, einfach Kapital fehlt oder Schieflagen ausgeglichen werden müssen. Also das ist so eine Situation, die ich mir jetzt erstmal vorstellen kann. Die dürfte befeuert werden, wenn dich die Idee durchsetzt, dass Zinsen vielleicht doch tatsächlich rot werden sollten, dass die Inflation doch noch zurück ist und die sich aber in Wohlgefallen auflöst, wenn das Gegenteil eintritt, das heißt Geld billiger wird und Feuer frei gilt. Also nochmal, wir stehen an der Schwelle zwischen dem einen und dem anderen und ich gehe mal davon aus, die kommenden Tage werden da eine Klarheit reinbringen. Damit können wir in die Einzelwerte reingehen. Und ich habe Ihnen mal Bayer mitgebracht, ja, nicht weil es so schön ist, das wäre jetzt sehr sarkastisch, sondern um einfach eben auch mal zu sagen, naja klar, es gibt ja nicht immer nur Nvidia und die Rallye und so, sondern es gibt eben auch Werte, wo man dann auch mal nach Short-Positionen Ausschau halten kann, begründet auch, ja, den Abwärtstrend, den haben Sie ja eben schon gesehen, zeige ich es nochmal hier, ja, massiver Abwärtstrend, starker Abwärtstrend. Und es ist auch kein Ende abzusehen. Und wir sehen eben jetzt nach der Seitwärtskorrektur noch so ein kleiner Fehlausbruch am Gleitenden Durchschnitt 20. Dann haben wir hier den Shooting Star, alles zusammen nach so einer kleinen Aufwärtsbewegung. Hier sehen wir jetzt den Evening Star, der den Markt weiter nach unten drücken dürfte, also den Bayer-Markt sozusagen. Und damit erfüllt sich hier auch die Idee, die ich eigentlich hier schon vorher mal irgendwann vorgestellt hatte, dass es jetzt noch weiter abwärts gehen dürfte. Und zwar zunächst mal auf die rund 25, 60, 50. Dann kann es mal einen Dip geben nach oben, einen kleinen Schub, um dann weiter zu laufen. Ja, dann haben wir die 22, 40, 50, 40 vor Auge. Da ist nochmal irgendwo so ein Tief zu finden, ja, aus 1998. Ob das noch aktiv ist, das sei mal dahingestellt, aber Sie sehen, so aus dem Bereich der Jahrtausendwende haben wir da entsprechende Unterstützung oder ehemalige Unterstützungspunkte, ehemalige Widerstände. Und ist natürlich auch bitter, wenn man das so anschaut, dass alles das, was seit 25 Jahren hier irgendwie erarbeitet wurde, in sich zusammengefallen ist. Ja, das ist dann eben die Kehrseite der Medaille. Heißt also, ja, die Aktie ist günstig, die Frage ist halt bloß im Verhältnis wozu und damit relativiert sich günstig auch ganz schnell wieder. Und deshalb ist das hier eher so eine Idee, wo man mal für sich einen Short prüfen kann. Dann gehen wir in die Schweiz. Ich habe Ihnen Novartis mitgebracht und Sie kommen von selbst drauf, warum. Ja, einmal, zweimal, dreimal, viermal ist Novartis jetzt hier abgeprallt bei rund 94 Franken, bildet in der aktuellen Woche und in der Kombination mit der Vorwoche ein Bearish Engulfing aus, ein Umkehrmuster. Und jetzt ist es relativ leicht für uns zu sagen, na, was könnte denn da jetzt draus passieren? Nicht das, was ich hier irgendwann mal eingezeichnet hatte, sondern was kann daraus passieren? Naja, relativ leicht herzuleiten, zumindest mal die Bewegung in den Bereich von rund 89 Franken. Da kann man sich so ein bisschen rumpendeln, aber zu guter Letzt dürfte mit der Bereich von rund 86 Franken zu Buche stehen. Das natürliche Ziel dieser gesamten Seitwärtsbewegung mit der Option, dass es tatsächlich nochmal hier in den Bereich von rund 83 Franken reingeht. Heißt also, wenn eben tatsächlich schon Schub nochmal nach unten kommt, diese Seitwärtsbewegung wirklich nach unten auch ausgereizt wird, dann sprechen wir wirklich über ein sehr, sehr angenehmes, sehr interessantes Chance-Risikoprofil. Ich kann das mal spaßeshalber auch einzeichnen. Mit dem man halt auch dann entsprechend was anfangen kann. Also wir reden über erstmal hier ja, 1,65 bis hin zu rund 2,8. Also schon ein ganz vernünftiges Chance-Risikoprofil. Alternativ, und das ist natürlich jetzt die interessante Situation, alternativ geht es massiv aufwärts, wüsste zwar nicht aus welchem Grund, aber es ist immer die Alternative dabei. Ja, sollte der Markt sich entscheiden, hier jetzt direkt das rauszunehmen, dann wäre das tatsächlich das Ausbruchsszenario, dann wäre nämlich die Kerze ignoriert, ja, das Konzept der ignorierten Kerze kommt dann ins Spiel und dann dürften wir eine sehr, sehr schnelle Aufwärtsbewegung erleben. Dann sehen wir die 100 Franken
Und da muss man von dort aus das Ganze mal weiter beurteilen. Ja, Sie sehen, damit sind wir ja auch hier wirklich langfristig mal an einem Hoch angelangt, bei rund 96, 97 Franken. Und da hängt Novartis eben gerade dran. Ja, genau. Da hängt Novartis eben gerade dran. Und jetzt ist natürlich wirklich die Frage, wer setzt sich durch? Aus meiner Sicht sind es erstmal die Verkäufer. Aber natürlich ist die andere Überraschung da. Und deshalb gehört natürlich, egal welches Szenario Sie einschätzen, der Stop-Loss dann eben hier drüber, ja, über die Formation, auch über diese entsprechende Widerstandslinie. Und da kann man gerne das größere Hoch nehmen. Das wäre dann bei rund 94,80. Und dann ist man dann an der Stelle ganz gut gefeit. Wer den Ausbruch hier handeln will, über die rote Kerze nach oben, der legt seinen Stop-Loss dann bei 91,25, also da drunter, ja, weil diese Einperiodenkorrektur dann das natürliche Tief in einem engeren Zeitfenster, also der Tag, dann entsprechend das markiert. Ja, und damit gehen wir in die letzte Aktie, wie immer, es ist Apple. Und auch wenn Apple hier doch deutlich nochmal gezeigt hat, dass Apple auch am Leben ist, ich meine, das wissen wir, ja, die meisten haben die Produkte und es funktioniert auch schon irgendwie alles, aber es ist eben Verhalten. Verhalten am Leben. Ja, man wagt sich mal nach vorne, dann weiß man auch nicht so richtig, dann kommt wieder so ein Spinning Top, dann wagt man sich wieder nach vorne, dann weiß man es wieder nicht so richtig und so wird es wahrscheinlich erstmal weitergehen, zumindest in der nächsten Woche ist die Idee die gleiche, die ich auch schon eingezeichnet hatte, dass es jetzt nochmal ein Stück hoch geht, aber eben wirklich in dem ganzen Bereich von rund $200 wartet eben doch ein starker, massiver Widerstand. Und der dürfte dann Apple erstmal weiter nach unten schicken. So, und viel mehr kann ich mir hier letzten Endes auch nicht vorstellen, außer natürlich immer das Alternativszenario, dass es von hier aus jetzt erstmal wieder abwärts geht und dann in Schwüngen eben erstmal wieder auf die 167, 68, also mal 170, bisschen darunter, also in dem Bereich dahin gehen dürfte. Aus meiner Sicht aber ist das Aufwärtsszenario, der kleine letzte Aufwärtsschub, nochmal am realistischsten, um dann eben nach unten zu korrigieren. Aber im Endeffekt sehe ich Apple weiterhin in dem Gesamtbereich zwischen $200, wenn es gut für Apple läuft, 181 oder $82, so in dem Bereich sind wir $180 hin und her. Und wenn es für Apple ungünstig läuft, dann die Etage tiefer bei rund $170. Ja, also das ist so das, was ich mir momentan hier am ehesten ableiten kann. Und ich glaube, wenn man so auf den Chart schaut, bietet sich das auch wirklich an. Alles andere wäre eine Überraschung, aber Sie wissen es, überraschen lassen kann man sich ja immer mal ganz gerne und damit ja, können wir die Woche eigentlich eröffnen. Ja, damit haben wir es auch schon. Ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen aus der Betrachtungsweise. Ich muss es offen sagen, für mich ist es momentan nicht leicht, hier wirklich tatsächlich eine Richtung auch vorzugeben oder zu erkennen, weil eben die Märkte da, wo sie sind, da sind, wo sie sind, nämlich zwischen den Stühlen, weder Fisch noch Fleisch. Ja, man kann kaufen, man kann aber auch verkaufen und man entscheidet sich momentan eben für nichts, bis auf die Nasdaq. Da entscheidet man sich für kaufen und das wird sich, wie gesagt, auch auflösen, relativ zeitnah. Davon gehe ich jedenfalls aus. Die Szenarien liegen jetzt auf dem Tisch. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Entscheidung bei der Anlage, bei der Investition, im Trading, bei den einzelnen Schwüngen, das eben auch mitzunehmen. Und natürlich bitte achten Sie auf Risiko, ja, dass Sie da jetzt nicht zu viel entsprechend riskieren als das, was sie sich wirklich erlauben können und auch erlauben wollen, ja, dann passt das dann schon im Gesamtzusammenhang. Ja, und wenn das alles so für Sie funktioniert, dann sehen wir uns gerne wieder am Donnerstag mit Fast and Forex und dann geht's in die Währung, in die Rohstoffe und in die Kryptos. Bis dann erstmal alles Gute, Ihr Wienert Arndt.